Hallo und willkommen zurück bei Sons of the Forest. In der letzten Folge, da haben wir so einen kleinen Strandspaziergang gemacht und haben uns dann hier ein bisschen ausgeruht, gespeichert und Kelvin, ja, der sonnt sich noch. Wir nehmen mal noch. Ich bin nämlich gerade wieder rein ins Spiel und ich sehe jetzt, hatte ich nicht in der letzten Folge? Ich habe nämlich die Folge jetzt nicht direkt danach aufgenommen, sondern 2 Tage später. Ich hatte doch hier schon einiges mitgenommen. Spawnt das Zeug direkt neu, wenn man hier wieder lädt? Also in den Kisten ja nicht, das habe ich ja ausgeschaltet, ne? Die könnte ich jetzt nicht nochmal öffnen. Aber vielleicht. Ja. So, na gut. Wir gehen mal weiter. Es ist ja noch hell am Tag und wir gehen den Strand von hier aus gesehen nach rechts weiter und drehen einfach mal unsere erste kleine Runde weiter über die Insel und vielleicht, wenn ich viel Glück habe, entdecke ich hier und da vielleicht noch mal eine Aloe Vera. Aber wenn wir zu Hause sind, und ihr habt recht, ich sag's nicht oft, aber ihr habt tatsächlich recht, ich bin ja in der letzten Folge gar nicht gestorben. Die haben mir ja nur einen Knüppel auf den Kopf gehauen und mich ohnmächtig gemacht und mich dann zum Abendessen eingeladen. Gut, ich war der Hauptgang, aber wir konnten uns befreien und aus dieser kniffligen Lage entfliehen. Also das hat gut funktioniert und stimmt, erst wenn die ein zweites Mal hauen, dann ist man tot. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das. Also, wenn ich jetzt in-game wieder ein paar Tage überleben sollte und die erwischen mich nochmal, ist es dann nicht so, dass ich dann erstmal wieder nur ohnmächtig bin, bevor ich dann sterbe? Oder, naja, wir werden sehen. Also, gestorben sind wir nicht. Glück gehabt. Also, zählt es tatsächlich noch. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe, glaube ich, selber davon gesprochen, dass wir ja gar nicht tot wären, aber. Das stimmt, da kommt dann der Endscreen, wenn man stirbt. Und was ich mir auch geschrieben habe, und das fand ich ja mega geil, den Gleiter, den kann man wohl mittlerweile in den Rucksack packen. Das kenne ich so gar nicht. Aber sehr, sehr gute Information. Da freue ich mich, vor allem wenn wir den dann schon wieder finden. Ich weiß, irgendwo hier, also stehen einige rum. Gerade auch wenn wir zu Hause sind, da weiß ich hundertprozentig, wo welche rumstehen. Ja. Und das hier, die Dinger hier vorne, da jetzt an der Spitze meiner Axt, so ein bisschen rechts oben. Dieses Gehölz mit diesem ausgefransten Ende, das sieht für mich immer aus wie so ein Besen aus Harry Potter, wo die mit fliegen. Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, seit Anfang an so. So, ja, leider, das war echt witzig. Wir hatten jetzt 2 Folgen. Einmal lustigerweise hier in Sons of the Forest und dann in Kingdom Come. Und in beiden Folgen, also die jeweils hintereinander kamen, hatte ich eine Schaufel gebraucht, um Gräber auszuheben. Mir fiel das erst gar nicht auf, aber als ihr das geschrieben hattet, ja, fand ich es ganz witzig, dass ich in beiden Spielen keine Schaufel parat hatte. In dem einen Spiel habe ich eine Schaufel, aber nicht dabei und hier haben wir sie noch nicht gefunden. So, und da vorne kommt dieses andere kleine, naja, Flussdelta oder was das ist. Und da ist auch noch mal eine Höhle. Ja, also wenn wir zu Hause sind, wir bauen uns mal so ein paar Pflanzkästen, wir machen mal die Hütte ein bisschen weiter und so eine Blätterrüstung stellen wir uns dann doch mal her. Das können wir ruhig mal machen. Blätter haben wir ja genug. Die hatten wir schon irgendwie 100, irgendwas, keine Ahnung, 150. Wir kriegen auch immer genügend dazu, wenn ich hier irgendwas fälle. Das geht dann rucki zucki. So. Ich sehe sogar von hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ziemlich mittig im Bild. Direkt über der Baumkrone, noch vor dem Berg, da ist auch wieder ein Feuer. Mit Sicherheit ein Lager. Aber das haben die auch erst irgendwann eingeführt, ne? Das gab es nicht von Anfang an. Das fiel mir erst hier jetzt auf, als wir mit dem Helikopter gelandet sind. So. Also hier ist noch nicht die Höhle, die Stelle, die ich meine. Die kommt erst noch weiter da hinten. Und da noch eine Bucht weiter würde, glaube ich, ein großes Boot mit auch noch mal einem Kessel und so ein bisschen Zeug rumstehen. Die wurden erst später dann mal eingefügt, aber die hatten wir noch mitgenommen. Was haben wir denn hier? Ein Tuch. Oh ja, die nehme ich sehr gerne mit. Können wir auch für. Schade, können wir nicht mal mitnehmen, aber wir können auch mal so einen Kronleuchter bauen. So. Ach ja, und ein Vogelhaus brauchen wir auch. Da kann ich auch Pfeile herstellen. Wenn wir dann erstmal Pfeil und Bogen haben. Gut, das ist dann nur der einfache erstmal.
dann sieht es doch schon mal besser aus. Und vielleicht finden wir dann gleich auf dem Rückweg auch noch die deutlich bessere Axt. Da weiß ich grob, wo die liegt. Zumindest sind wir da tausendmal dran vorbeigekommen an der Stelle beim letzten Mal. Ob ich das jetzt auf Anhieb finde, weiß ich nicht. So, ich gebe mal ein bisschen Fersengeld, dass wir hier vorwärts kommen. Bin schon gespannt, was noch so neu ist. Oh! Na? Schildkröten e.V. hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Gott sei Dank. Gibt's auch einen Waschbären e.V. mittlerweile? Die rennen hier auch zur Genüge rum. Also von den Wildtieren finde ich es fast ein bisschen viel, obwohl die halt auf normal gestellt sind. Deswegen hatte ich die nicht nach oben gestellt. Aber wenn halt mit Wildtieren, wenn es halt auch böse Wildtiere gibt, weil ich glaube, nicht ein einziges Wildtier kann mir Schaden verursachen, oder? Ich weiß nicht, ob die Waschbären, wenn ich denen zu sehr auf den Sack gehe, mich irgendwann mit so kleinen Kieselsteinchen hier bewerfen. Nein. Huch! Oh Gott! Ich hätte den großen Steinbock fast auf die Taube, auf die Möwe geschmissen. Huch, na, das wollte ich aber nicht. Ja, da hinten wird wieder abgehangen. Und hier ist das. Hier kommt gleich rechts eine Höhle. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon offen war. Weil da lag, glaube ich, die Taucherausrüstung drin. So, wir gucken mal zu den beiden. Ach Mensch, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist aber auch. Ich verstehe es nicht, wieso laufen die mir oder fliegen die mir denn ständig in meine Axt? Das ist mir ein Rätsel. Oh, ein Möwenkopf haben wir auch noch nicht. Wir können ja mehrere Türklingeln anbringen. Da könnt ihr dann klingeln, wo ihr möchtet. Oh, doch, ey. Jetzt kommt es mir gerade. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die Schaufel rumliegt. Hey, weg da. Na gut. Da liegt ein Helm, aber den kann man auch leider nicht mitnehmen. Weg da. So, und davon ist irgendwo ein Höhleneingang. Und hier unter Wasser, da kommt man dann raus eigentlich. Und ich meine, ich habe mir noch grob gemerkt, wo wir da ins Wasser müssen. Ich glaube, wenn man von hier aus so 20, 30 Meter ins Wasser geht, dann nach unten, dann ist da irgendwo der Hintereingang. Habe ich damals mir Zeit genommen und mir rausgesucht, wie ich in den Hintereingang unter Wasser komme. Der ist nicht so leicht zu sehen, weil die Sicht unter Wasser hier an der Stelle ziemlich bescheiden ist. Ah ja, hier ist auch noch zu. Okay, wir brauchen jetzt, da gibt es so ein paar natürlich andere Items noch, die ich jetzt mitnehmen könnte, die da drin sind. Die Taucherausrüstung liegt meiner Meinung nach. Dreckschweine! Ich es nicht zu merken komme. Euch spreng ich als erstes weg. Scheiß Fledermäuse. Oh, okay, das ist neu. Das kenne ich auch nicht. Okay, das war lustig. Ja, also die Taucherausrüstung brauche ich jetzt erstmal nicht. Die brauchen wir später. Ich würde sagen, wir bereiten uns erstmal so ein bisschen vor. Und. Also schon wieder. Ich habe nicht zugehauen. Also. Ist jetzt. Man kann immer nur einen mitnehmen. Kann ich nicht einen noch in der Hand halten, oder? Hallo, hallo. Hallo, ich tropfe. Ein Schiff für Blut in so einem Möwenkopf. Können wir Blutwurst machen? Nehmen wir mal mit. Kann man das Ding auch werfen? Ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen rabiater unterwegs als im ersten Teil. Da habe ich mich ja wirklich sehr zurückgehalten. Aber jetzt denke ich mir, ach, was soll's. Wir können auch mal ein bisschen assi sein. Es ist ja im Prinzip gehört die Insel uns.
das wissen ja viele gar nicht. Wir sind Eigentümer der Insel, kommen ja einmal im Jahr zurück und schauen einfach mal nach dem Rechten und nach dem Linken. Beide. Und ja, wir müssen schon so ein bisschen für Ordnung sorgen. Das geht nicht anders. Sonst machen die ja, was sie wollen. Und da kümmern wir uns einfach drum, halten die Insel in Stand, die Strände und so. Ja. Nur leider reißen die jedes Mal meine schöne Bo Wohnung ab. Wenn ich wiederkomme, ist alles wieder leer. So, da hinten. Hui. Wo ist denn Kelvin eigentlich? Ach, hätte ich zu dem. Ach so, jetzt habe ich den da sitzen lassen. Na gut, der findet uns später schon alleine, ist kein Problem. Ich glaube, der kommt dann irgendwann einfach nach oder kommt wieder nach Hause. Siehst du, habe ich komplett vergessen. Der sonnt sich noch. Oh Gott, der rennt. Der, wenn wir den nachher sehen und der nach 12 Stunden Sonnenbaden wieder zurückkommt, dann sieht er aus wie so ein Streichholz. Kopf ist rot, der Rest vom Körper ist weiß. Durch seine Klamotten, die er noch anhat. Da kommt dann einfach kein Licht hin. So, hier haben wir diese Orcas. Waren doch Orcas, oder? Oder sind das Haie? Ne, das sind Orcas. Oh, guck mal, hier liegt ein Ärmchen rum. Und der Rest ist da im. Oh, na, wer würde da jetzt auch gerne mal mit seinen Händen rumwühlen? Oh, lecker. Oh, ein Genuss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stößt sowas. Also, wenn ich jetzt sage, mich stößt sowas nicht ab, klingt es vielleicht falsch, aber durch meine Arbeit bin ich sowas gewohnt. Und es erzeugt kein bisschen Ekel in mir, weil ich mir denke, ja, es ist halt so. Ah ja, hier der Schuh. Den kann ich mich auch noch erinnern. Seile hatten wir voll, ne? Wenn ich den jetzt hier. Ja, okay. Ach so. Ja, warte mal, vielleicht kann ich aus Seil irgendwas zurechtfriemeln. Was könnte ich denn machen? Knochenrüstung? Naja, wieso nicht? Reparaturwerkzeug. Was? Für was ist denn Reparaturwerk? Ach so, für. Ja, doch, warte mal, das können wir machen. Das ist für unsere Wände und so weiter zu Hause. Wenn da was kaputt gehen sollte, dann mit dem Reparaturwerkzeug ran und dann geht's los. Okay. Super. Knochenrüstung. 4 Knochen. Ich habe doch schon einige Knochen, oder? 3 Knochen habe ich nur. Ja, schade, dann nicht. Aber dann kann ich das hier nochmal mitnehmen. Na gut. So, wie sieht's aus? Sonne ist nur hinter den Wolken. Da nehmen wir wieder einen mit. Kann man eigentlich mit denen auch zuhauen? Ah ja. Mal gucken, wann wir Virginia das erste Mal begegnen. Oh! Der rote Rauch ist auch neu. Also wenn ich neu sage, dann immer für mich, ne? Nicht falsch verstehen. Wenn ihr sagt, ja, das gibt es schon seit einem halben Jahr. Ja, kann sein, ich habe es aber länger nicht gespielt. Deswegen ist immer für mich dann neu. Und hier meinte ich vorhin, dass hier die Axt rumliegt. Da sitzt noch jemand? Ach, lol. Aha. Ich dachte, hier wäre die Axt drin oder so. War hier nicht in einem der Schlauchboote irgendwas drin? Eine Granate. Ah, geil, ein Solarpanel. Ja, nice. Stark. Ja, sehr gut. Oh, nice, noch eins. Weiß gar nicht, wie viel könnte man davon mitnehmen? 3 oder 4? Mahlzeit, Tachchen, ich würde erst looten, bevor ich mich mit dir unterhalte. Jawohl, Heilung. Sehr gut. Leuchtfackeln, perfekt. Die habe ich auch ganz gern genommen. Ich habe sie nur meistens vergessen zu nehmen. Kleiner Snack, sehr schön. Hallo, ich schaue mich noch um. Ja. Oh, jetzt bist du tot, oder was? Na gut. Ach hier. Ach ja, die Machete war's. Stimmt. Die Machete war's. Jetzt hat er schon. Ah, hier ist auch noch mal ein Kessel. Aber man kann nur einen mitnehmen. Interessant.
Also einen im Rucksack. Munition, perfekt. Klebeband, Ast rein, ey. Mega gut. So, wir könnten aber. So, zuallererst habe ich was zu trinken. Ja, könnte ich machen. Geht aber noch. Aber ich würde einfach mal so einen Cup Nudeln futtern. Dann kann ich hier noch eins. Oh, das hat jetzt an der Wasserversorgung genagt. Okay. Na gut. Trinken wir mal eine, so eine Soda weg. Hallo. Vielleicht ist er auch noch eingeschlafen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, ich speichere einfach mal einmal öfter. Mal nochmal einen neuen Speicherstand. Aber wenn ich. Den könnte ich doch so vor mir hertragen als zweiten Topf. Ja, das würde gehen. Und wieso kann ich. Könnte ich den nicht auch als Helm tragen? Warte mal. Nicht so weit wegwerfen. Ach, das ist der von da hinten hierher flog. Den habe ich schon kaputt gemacht. Die hatten wir auch voll. Ja. Ah, Kelvin! Kann ich dem den Topf in die Hand drücken? Huch, Entschuldigung, jetzt habe ich ihm. Hätte einen Fass als Tiefschutz getragen. Folgst du mir jetzt, Kelvin? Folgen. Ja, sehr schön. Ah ja. Ah ja, okay, oder? So, es ist noch ein bisschen hell. Also, wenn ich mich beeile, schaffen wir es auch noch nach Hause. Dann müsste ich hier nicht übernachten. Für mich zu Hause, wenn man das schon so nennen kann. Gut, da fehlt noch einiges, aber schon ein bisschen sicherer als jetzt hier. So, die Orcas, da waren wir. Stimmt, das war die Machete, die hier rumlag. Ah, Mann, ey, wie so langsam immer mehr durchsickert und wiederkommt. Hier hinten ist irgendwo so eine Wiese, so eine Freifläche. Ich glaube, da hinten in der Richtung, da lagen auch diese Sektenheinis mit rum. Ich glaube, da hatten wir auch bloß einen Flyer von denen gefunden. Ich würde nämlich gern schon zu Hause unsere Gegend erstmal so ein bisschen vorbereiten, bevor ich irgendwelche Höhlen öffne und die Mutanten dann rauskommen. Weil ich glaube, solange ich keine Höhle aufgemacht habe, bleiben die auch weg. Und wir hätten es theoretisch nur mit dem örtlichen Bauamt, also den Eingeborenen, zu tun. So. Ausdauer. Ich würde schon gerne einen zweiten Topf einfach mitnehmen, dass wir zu Hause zwei Töpfe haben. Dann kann ich in dem einen Essen machen und in dem anderen Wasser kochen. Also Wasserkocher. Da hinten liegen die rum, genau. Wer von euch zockt denn auch das Spiel noch? Oder hat mal wieder angefangen mit der 1.0? Oder sagt ihr, nö, ich habe es letztes Jahr schon genug gespielt. Reicht mir erstmal. Oh, Mist. Aber ich sehe hier gerade nichts weiter, was ich noch irgendwie mitnehmen kann. Die kleinen Steinchen, die haben wir aber auch voll. Na gut. Falls ich jetzt was übersehe, ich weiß ja, wo die zu finden sind. Sonne ist da, dann müssen wir auch nach da. Wir haben ja im Frühling angefangen, glaube ich, ne? Oh, da haben wir echt erstmal auch genügend Zeit, um uns für den Winter vorzubereiten. Die Monatslänge, die war ja standardmäßig, sind das, glaube ich, 3 Tage gewesen. Oder 5. Und ich glaube, wir haben jetzt auf 10 Tage oder so erhöht. Ich weiß nicht mehr die genauen Zeiträume. Aber wir hätten da ja eine Stufe mehr genommen. Wir hätten es auch noch eine Stufe mehr nehmen können, auf realistisch, aber das fände ich dann zu lange, ehrlich gesagt. So, hier ist wieder der Fluss, der dann da runterführt.
Es sieht schon herrlich aus. Nach wie vor echt ein wunderschönes Spiel. Kannst du nicht meckern. Schon wirklich toll gemacht. Gerade die Lichtstimmung mit dem Nebel und so gefällt mir schon sehr, sehr gut. So, wir gehen mal hier weiter zurück. Da gab es dann hier und da auch noch mal so ein paar Sachen. Folgen mal dem Weg hier. Und irgendwo kommt so ein kleiner Zeltplatz. Und da war eine bessere Axt zu finden. Also ich bin jetzt erstmal so auf dem Heimweg. Ich möchte mir jetzt nicht zu viel Zeit lassen, weil es schon bald dunkel wird. Und ich habe überhaupt kein Interesse dran, jetzt hier bei Nacht durch den Wald zu eiern. Habe ich noch? Okay. Gehen mal hier lang. Wir müssen uns jetzt einfach nur orientieren, dass wir auf der Seite des Berges bleiben, so in die Richtung. Die Sonne geht da hinten unter unsere Hütte. Die müsste da so in der Richtung, glaube ich, irgendwo stehen. Aber das finden wir schon. Das haben wir immer gefunden. Oh, doch da. Das gemeine Waldvolk. Da gehe ich hier mal außen rum. Ah! Oh, ey, entschuldigt. Tut mir leid. Ich habe null damit gerechnet, dass da jetzt einer aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Aber das sind so ein bisschen die Späher, oder? Okay, ich renne mal ein bisschen. Ich möchte einfach gerade weg. Oh, entschuldigt. Ich weiß, es ist immer laut, aber ich kann es jetzt nicht ändern. So, nix wie weg hier. Junge, Junge. Schweinehunde, ehrlich. Das ist halt geil. Also wenn man den Gleiter mittlerweile in den Rucksack packen kann, dann könnte man zumindest da, wo wir wohnen, relativ easy, wenn wir irgendwie... Nanu? Den kenne ich ja auch noch nicht. Relativ easy runter zum Strand, wenn ich da irgendwas brauche. Ey, das ist ja geil. Ein Bagger, Leute. Ist hier noch Farming Simulator mit einprogrammiert worden? Das wäre witzig. Ah! Erst hier, den kenne ich noch nicht. Die Golfcaster kenne ich. Oh, wie schick. Kann man das Ding bedienen? Dann fahre ich mal da hinten über dieses Camp von den Eingeborenen. Also ich würde denen helfen beim Dick Dog. Ja, besser als Dick Dog. Aha. Ah, das ist ja interessant. Ey, mega gut. Ey, ich weiß noch, auf der anderen Seite der Insel, da gab es so ein paar Hütten, die hatten noch nicht wirklich eine Funktion. So, hier ist wieder Vermessungsgerät und hier ist auch eine sehr gut Druckerzeug. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Nochmal so eine Autobatterie. Ja, okay, die haben wir voll. Genau, hier ist auch ein Bunker. Aber. Ey, warte mal. Ach doch, das Ding hat auch so ein Navi-Gerät. Ah, das ärgert mich, dass die ein Navi-Gerät haben. Ich möchte es wirklich allein deswegen nicht. Genau, hier ist ein Bunker drunter. Da gab es auch so ein paar schöne Sachen. Ich würde gerne mit dem Teil hier fahren. Gibt es eventuell, ich glaube, ich bin da in einer sehr, sehr kleinen Minderheit nur unterwegs. Gibt es eventuell eine Mod, die, ich weiß nicht, ob es überhaupt Mods für das Spiel gibt mittlerweile, die das Navi-Gerät aus den Cars entfernt? Ach, Mann. Ich habe gelesen, ein paar von euch hatten die erste Staffel nicht gesehen. Die wundern sich jetzt vielleicht, warum ich mich da so komisch habe. Aber ich habe da den ersten Spielstand, den wir letztes Jahr gespielt haben, 100 Folgen auf 160 Stunden ungefähr, habe ich ja komplett ohne Ingame-Karte und ohne GPS-Signal und mit den Punkten gespielt, sondern alles so gesucht. Deswegen hat das auch sehr lange gedauert, war auch eine sehr schöne Erfahrung. Und ich möchte es einfach so beibehalten. Ich möchte einfach die Karte nicht nutzen. Ich mache das häufiger in Spielen so. Mittlerweile, dass ich einfach mir die Welt genauer anschauen möchte und mehr genießen möchte und nicht ständig nur die Augen dann auf der Karte oder auf der Minimap habe und denke, okay, jetzt muss ich dahin, dann muss ich dahin. Also mich stört vielleicht manche Leute nicht, ne? Die können das dann so ignorieren oder eher ausblenden, aber wenn ich da ständig dann was blinken sehe oder so, das nervt mich dann auf Dauer ein bisschen. So. Wir sind jetzt hier, um es genau zu sagen, wir befinden uns direkt auf der Insel.
Nur um euch nochmal abzuholen, wo wir gerade sind. Okay, das ist ein Baumstamm. Hier ist der kleine, wunderschöne See, den ich immer so schön fand. Ja, das war immer so idyllisch. Und hier hinter der, also dann sind wir immer da hinten lang gegangen und dann da weiter, das machen wir auch gleich. Aber hier hinten, da lag auch immer noch was rum, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Ja, Munition. Kann man denn Munition mittlerweile selber irgendwie herstellen? Ich rede jetzt nicht von den Pfeilen. Da weiß ich, dass es geht durch das Druckergedöns. Hör mal, wie hoch ist das? Nicht, dass ich jetzt hier. Ich möchte mich jetzt hier nicht verletzen und den Topf eventuell verlieren. Nee, dann gehen wir mal lieber außen rum. Das sah mir jetzt ein bisschen hoch aus. Wo ist denn Kelvin eigentlich schon wieder hin? Ach, nö, der hat sich. Oh, das macht er auch gerne. Ne, wenn wir dann im Wald mal hier die Eingeborenen begegnen, dann lädt er sich gerne bei denen selber zum Abendessen oder zum Mittagessen ein. Oh, ich glaube, der ist wieder abhanden gekommen. Naja, auf jeden Fall, das hier ist auch ein sehr schönes Plätzchen. Und ich weiß noch, dass ich letztes Jahr gesagt habe, ja, das nächste Mal, da würde ich hier bauen, weil das so schön ist. Jetzt überlege ich, ob wir vielleicht einfach umziehen. Wir haben ja noch nicht so viel gebaut. Hier hätte ich nur so ein bisschen das Problem, dass ich. Ah, da ist er. Hey, Kelvin. Entschuldigung, ich habe dich falsch eingeschätzt. Ich dachte, du bist schon wieder zum Abendessen woanders hingegangen. Oh. Bambi. Nee, Bambis Mutter oder Vater. Keine Ahnung. Weil das hier ist richtig idyllisch. Ich finde den kleinen Tümpel, den kleinen See hier sehr, sehr cool. Mit dem kleinen Wasserfall. Die großen Berge. Top Stimmung. Hier ist immer so ein bisschen Nebel. Aber wo könnte man hier bauen? Auf dem Wasser. Das könnte man mit Sicherheit machen. Spätestens im Winter würde das klappen. Stellenweise klappt es auch noch dann, wenn der See nicht zugefroren ist. Aber. Ich überlege, ob man könnte sich hier einfach eine Hütte hinbauen, hier so auf die kleine Landzunge. Dann hätte ich nur als Verteidigung bräuchte ich, zumindest wenn der See nicht gefroren ist, hier vorne nur das Stückchen, hier so. Das könnte doch fast reichen, oder? Also, doch, ich glaube, das machen wir. Wir lassen uns mal hier so ein bisschen nieder und später könnte man dann hier noch erweitern. Wir müssen aber erstmal nach Hause, es wird nämlich jetzt echt dunkel. Ich beeile mich nochmal, dass wir erstmal nach Hause kommen. Hier gibt es auch diese Waschbären, diese aggressiven Tiere. Habt ihr gesehen, er wollte mich anspringen. Oh, hallo! Na, ihr beiden hübschen Aloe Vera-Pflanzen? Yay, wir können Heilung bauen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ah, hier ist das kleine Zeltcamp, was ich vorhin meinte. Mit der besseren Axt. Ah, hier winkt wieder einer durch die Gegend. Mahlzeit! Warte mal, Achtung, 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 Gamer! Ruhe. Ah, kann ich auch nicht mehr mitnehmen. Er hat schon wieder aufgegeben zu winken, okay. Die Dinger kann ich jetzt leider auch nicht mehr mitnehmen. Hier ist noch ein Korb. Ach nee, das ist der, den ich gerade fallen gelassen habe, weil ich die Axt brauchte. Ah, hier ist noch einer. Ah, das ist ja witzig. Okay, cool. Hier ist die bessere Axt. Pafften irgendwas. Ja. Yes. Mega gut, ey. So, das ist jetzt die bessere Axt, die hier drüben. Naja, die hatten wir jetzt gerade, die kleine hier. Und die große. Die auch deutlich mehr Schaden macht. Da könnten wir eigentlich auch hier übernachten. Granate können wir mitnehmen, den Rest lasse ich mal da drin. Schachtelhalm nehmen wir mit. Hier lag einer rum. C4.
stimmt, hier liegt auch noch einer drin. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir übernachten mal hier. Oh, hier liegen noch ein paar. Warte. Dann nehme ich die mal noch mit. Wir übernachten hier. Und dann würde ich, jetzt ist noch ein bisschen Nacht, weil ich jetzt relativ zeitig, es wurde zwar schon dunkel, aber die Sonne hatte locker noch vielleicht 10 Ingame-Minuten, 15, bis es wirklich dunkel geworden wäre. Aber es ist für uns alle dunkel. Ich möchte jetzt hier den Kochtopf eigentlich nicht aus der Hand legen. So, jetzt habe ich den zweiten dabei. Es müsste aber auch bald hell werden. Wie ist denn das, wenn ich jetzt... Achso, ich kann jetzt nicht nochmal schlafen, genau. Also hier wäre noch ein dritter Kochtopf sogar. Das ist noch ein Pillendöschen. Wir bräuchten was zu trinken. Naja, komm, was soll's. Dann kippen wir uns erstmal so ein Soda-Ding rein. Und essen davon mal noch was. Achso, ich hätte sogar noch mein Fleisch gehabt, siehst du? Ist das schon vergammelt? Ne, das geht sogar noch. Okay, ich höre hier jemanden schreien. War das Virginia? Jetzt wird es langsam hell. Seht ihr? Sehr gut. Wir warten mal noch einen kleinen Moment, bevor ich mich auf die Socken mache. Ich habe jetzt leider Kelvin. Achso, der schläft noch. Ja, mach ruhig noch. Ich weck dich, wenn es losgeht. Hier hinten sind auch noch Kisten, die möchte ich aber gerade mal noch zulassen. Ist das nicht Virginia da oben? Ah, nee, 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 das ist ein Eingeborener. Ich mache mich mal langsam auf den Weg. Zurück zu der Stelle, wo wir gerade waren, bei dem kleinen See. Und dann lasst uns einfach dort mal was bauen. Ich habe von Anfang an eigentlich gedacht, ja, es wäre schon cooler, eigentlich irgendwo anders zu bauen. Aber dann in der ersten Folge fiel mir nichts ein. Oh, hier ist noch eine Aloe Vera. Als wir dann da, als bei uns oben, da habe ich hier an den Tümpel noch gar nicht gedacht. Aber ist schon cooler, wenn wir einfach auch mal eine neue Location haben und dann sehen wir hier auch mal was Neues. Und den Spot fand ich ja beim letzten Mal schon ganz toll. Hier ist jetzt nicht so, ja gut, hier ist schon Wald ringsrum, ja, aber möchte ja eh dann wieder gern aus Stein was bauen. Achso, jetzt habe ich Kelvin da schlafen lassen. Okay, dann würde ich mal hier an den Baum diesen Topf ablegen. Hä? Hat er jetzt. Ich habe doch die ganze Zeit eigentlich. Ich habe doch extra den Topf vorhin weggelegt, damit ich den neuen mitnehmen konnte. Warte mal, jetzt hat er den. Ich muss eh Kelvin holen. Sonst dauert es wieder, bis der kommt und dann kann er mir. Ah, da ist er schon. Warte mal, Kelvin. Ich. Okay. Ja, gut. Komm mal mit, Kelvin. Dann machen wir jetzt als erstes. Ich baue ein Steinlager, dass der mir hier die Steine einsammelt. Dann geht es dann mit dem Bauen nachher ein bisschen schneller. Und das machen wir einfach mal hier vorn. Hier irgendwo. Das war hier drüben, ne? Ach so, das war hier vorn irgendwo. Ist es das Steinlager? Ja. So, Kelvin. Und zwar hol. Felsbrocken und Behälter füllen. Ja, hier Behälter füllen. Steinbrocken. Behälter. Wo ist er? Da vorne. Wird gleich heller, dann sehen wir auch alle wieder was. Okay, sehr schön. Also, perfekt. Dann haben wir das ja schon mal. Und da würde ich hier hinten, da muss ich direkt mal gucken, wie das geht. Habe ich jetzt vier? Ja. Kann ich? Ja, das geht bestimmt. Ich muss erstmal irgendwo anfangen. Am besten am höchsten Punkt.
Wie ist denn das, wenn ich das hier hinsetze? Okay. Das ist schon noch gerade. Okay, wunderbar. Ich brauche jetzt erstmal einfach nur einen Anfang. Ah, geil, das baut er direkt gerade. Bei den Stämmen, das geht bestimmt auch nur bis zu einem gewissen Gefälle mit den Steinen. Bei den Stämmen, da waren die ja dann manchmal so ein bisschen nach unten geneigt, und da musstest du die wieder hochholen. Ah ja, okay, ja, perfekt. Okay, sehr gut. Aber ich wackel die Reihe noch mal kurz raus. Soll ich jetzt erstmal nach hinten gehen? Ich hoffe, das Geplätscher stört euch nicht. Wenn das zu laut ist, sagt Bescheid, dann kann ich die Soundeffekte ein bisschen runterdrehen, dass nicht zu laut wird auf Dauer. Aber ich glaube, das ist jetzt nur bei mir. So, Kelvin macht seinen Job sehr gut. Geht das noch? Ja, naja. Paar Baumstämme hole ich mir jetzt trotzdem mal ab. Nehme mal den hier weg. Achtung, Kelvin. Genau auf Steinlager. Perfekt. Jawohl. Entschuldigung, Kelvin. Das war nicht mit Absicht. Das war mit Axt. So, kann ich den hier hinten drunter stöpseln, dass der hochkommt? Mal den ein. Leg ich mal dahin. Ich glaube, wenn ich ins Wasser springe, lässt er den los. Oder? Vielleicht geht das auch nur mit Steinen, aber ich hätte gedacht, das kann ja beides eigentlich ganz gut miteinander verbinden. Ach, hier ist nochmal so ein bisschen Wasser. Ah ja, okay. Da machen wir uns einen kleinen Steg hin. Ich das mal mit den Steinen, ob ich das da anheben kann. Ich möchte es einfach mal testen. Wenn nicht, dann wackele ich das wieder raus, kein Problem. Scheint nicht so ohne weiteres zu gehen. Wie ist das, wenn ich hier? Das ist okay, sehr schön. Dann nehme ich die hier wieder weg. Kriege ich das? Macht er das noch gerade? Ja. Ah ja, sehr gut. Cool. Das ist doch eine schöne Bodenplatte, die wir dann hier haben, oder? Huch. Sorry, da hat es mir gerade die Kamera kurz weggedreht. Das ist gut. Kelvin sammelt fleißig. Sehr schön. Ich würde gerne hier noch eins gerade nach hinten, dann eins nach rechts, dann eins nach unten und dann darüber. Und dann haben wir doch schon mal einen Grundstein gelegt. Vier. Ich dachte, ich hätte was gehört. Ich glaube nicht, dass er das gerade macht, ja. So. Eins, zwei, drei, vier. Gott sei Dank kann man vier von den Dingern auf einmal tragen. So, eins noch und dann haben wir das schon mal zu. Guck mal, ging doch jetzt schon mal viel schneller als bei unserem ersten Grundriss. Ja, dann können wir hier so ein kleines Bett in die Ecke stellen und hier und da vielleicht schon ein bisschen Lager. Man kann es hier dann noch mehretagig bauen. Können dann auch von außen vielleicht dann noch eine Treppe irgendwie und keine Ahnung. Schönen Balkon, ein paar schöne Dehnungsfugen mit ein integrieren. Und dann wird das hier eine ganz runde Sache mit unseren eckigen Steinen. Jetzt überlege ich. Ich müsste.
Können ruhig einen Holzboden verlegen. Also Steinboden, Steinwände, ja, aber Steinboden weiß ich jetzt nicht. Das braucht schon sehr, sehr viele Steine. Deswegen mache ich das jetzt mal mit Holz unten. Holzboden ist ja auch wärmer, ist ja ein bisschen romantischer auch. Huch, hat er ja. Okay. Perfekt. Hier liegen ja noch zwei Stämme rum. Da lag, glaube ich, noch einer. So. So, zwei noch. Und dann noch der Rest für die Bodendielen, für unser schönes Parkett. So, da noch einer rein. Ja, dann kann Kelvin schön nebenbei unser Steinlager füllen. Schmeiß das erstmal auf einen Haufen, dass ich dann gleich nicht jedes Mal so weit laufen muss. Das Seilgedöns haben wir leider noch nicht. Wenn wir das haben, das ist auch so ein richtiger Game Changer. Ja, das macht auf jeden Fall auch viel Spaß. Damit, so, jetzt müssen wir uns entscheiden. In welche Richtung verlege ich jetzt die Dinger? So rum? Oder so? Achso, es geht nur so rum. Okay, gut. Dann hat sich die Frage schon erledigt. Alles klar. Achtundzwanzig Steine passen vor allem rein in diesen. Ah ja, stimmt, der legt ja gleich alles hin. Man könnte natürlich auch die Sache noch eins hier nach vorn ziehen. Ja, gut, da müsste ich. Ja, gut, die vier Steine, da kommt es dann auch nicht drauf an. Ich probiere mal, wie das dann aussieht. Zwei, drei, vier. Und ich sage, dass ich es hier nach vorn gleich noch einen Ticken länger mache, dass wir einfach ein bisschen mehr Baufläche und Stellfläche vor allem dann haben. Ich weiß noch, wir hatten ein Riesenlager beim letzten Mal gebaut und genutzt hatte ich es nie. Also nur selten. Ja, gut, wir waren schon ein paar Mal drin, aber für einige Sachen, für die ich es eigentlich vorhatte, habe ich es dann gar nicht irgendwie genutzt. Ja, mal schauen. Macht das mir hier gerade? Nee. Aber wenn ich jetzt. Warte mal, ich habe eine Idee. Doch, das müsste. Moment. Oh, ich habe da wen lachen hören. Sind hier Gegner? Ach nee, das war ein Frosch oder so. Okay. So. Und zwar brauche ich noch mal ein paar Baumstämme dafür. Dann könnte ich das da an der Stelle. Hier ist sogar noch einer. Achtung, Kelvin. Baum kommt. So, ich kloppe den hier vorne gleich da in die Richtung. Und die Axt ist halt echt gut, weil die ordentlich Schaden macht. Da kann ich auch die einfachen Gegner, denke ich, ganz schnell mit außer Gefecht setzen. So, pass auf, wenn ich jetzt hier vorne das erste Mal, wenn ich da einen dran stelle, den hier hochhebe, dann habe ich ja, genau, dann kürzt er den direkt so ein. So, und wenn ich das jetzt hier rauswackel und dafür. Da war gerade so ein Waschbär. Der hat gefragt, ob ich dem mal so einen Baumstamm hochgeben kann. Wenn ich da jetzt das Steinteil dran baue. Ha! Jawohl. Ja, geil. Haha. Okay. Das freut mich. Das klappt. Okay, sehr schön. Ich könnte es hier drüben dann auch noch eins verlängern, aber ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Ah, da drüben ist noch einer hingerutscht. Also, sie haben schon.
sich auch echt gut Gedanken gemacht. Von Anfang an fand ich ja das Bausystem einfach mal was anderes und mega gut eigentlich. Und auch nach wie vor, und selbst da haben sie jetzt noch mal so ein paar Quality of Life Dinger mit reingebracht. So, dich nehmen wir direkt hierfür. Ist hier noch ein Baumstamm irgendwo? Nee. Ein bisschen brauchen wir aber noch. Oh, fuck. Das gibt's nicht. Jedes Mal, wenn ich was bauen will, kommt das Bauamt an. Vielleicht verteidigen mich ja die Waschbären. Da ist jetzt da hinten auf so einen Baum geklettert. Ich hoffe, der bleibt da. Achtung, Kelvin. Achtung, Achtung! Oh, das war knapp. Gut, dass der eh nichts mehr merkt. So, hin damit. Waren das alle? Ja, erstmal. Entschuldigung, Kelvin, wollt ihr nicht im Weg rumstehen, wenn er uns schon so äußerst fleißig hilft? Achso, das ist der Kleine, den könnten wir dann für Feuerholz nehmen. So. Weiß nicht, ob es reicht mit den Stämmen jetzt für unseren Boden. Ich denke mal, die Eingeborenen dürften ja nicht über das Wasser kommen hier. Ich denke, da gehen die nicht drüber. Ich weiß nicht, ob die von da nach hier hin springen können, eventuell. Und da hoffe ich, dass die nur von hier vorne, wenn ich denn im Gebäude bin, kommen könnten. Und da ziehen wir uns einfach hier irgendwo eine Mauer rum. Und dann kann ich die hier hoffentlich ein bisschen entspannter fernhalten. Nee. Baumstämme brauchen wir noch. Kelvin, wie sieht es denn aus? Okay. Da sind zwei. Die machen ihre Morgenwanderung. Hängt der eine hier noch am Baum rum? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher das war, aber dann kloppe ich dem den direkt mit runter. Ist auch immer noch geil, wie das Holz hier so rausspratzt aus dem Baum. Achtung, Kelvin. Vorsicht. Jetzt rollen die da ins Wasser. Oh, da kommen sie. Die wollen doch nicht. Wollen die mir ein Geschenk zum Einzug bringen? Kelvin, lass dir nichts von denen erzählen. Das ist unser Baugrundstück. Die haben hier nichts verloren. Lass die bloß in Ruhe. Wir sind ganz friedliche Nachbarn. Wir machen auch gern Nachbarschaftswache und so. Wir müssen einfach für ein friedliches Miteinander. Wo ist denn das Bett? Fuck, der hat direkt so eine goldene Maske schon auf, okay.
Könnte die auch mit den Baumstämmen abwerfen. Wo ist er denn jetzt hin? Da hoch? Und jetzt geht er weg oder was? Okay. Brauche ein paar Stöcke. Dann kann ich hier wenigstens erstmal speichern, wisst ihr? So, wie viel haben jetzt gefehlt? Fünf oder so. Da hinten ist er. Na gut, ich wollte die jetzt gar nicht mitnehmen, aber dann nehme ich sie direkt mal mit. Da ist er. Okay, ich lasse den mal in Ruhe. So, da haben wir wenigstens mal gespeichert. Wo ist er denn hin? Unsere Nachbarn. Ha, das sind schon welche. Mensch. So, warte ich denn den anderen Baumstamm hingeworfen? War das hier vorne? Ah ja, hier. Finger jetzt nicht an meiner fast ersten Hauswand rum. Ja, ich sehe das, Kelvin. Da haut er mich zu Brei. Shit, da ist noch ein zweiter. Ist das Ding voll? Nee, noch nicht ganz. Scheiße. Ich weiß nicht, was er plötzlich gegen mich hat. Okay. Alter Schwede. Uff. Beeil dich. Das Spiel pausiert nicht im Hintergrund. Jetzt hat der Kelvin zerlegt. Shit, jetzt kommt der zweite an. Vielleicht hätte ich sie einfach in Ruhe lassen sollen. Kelvin, jetzt von hinten. Jawohl, jetzt erdolch sie. Das ist einfach die beste Taktik. Die halten halt auch mehr aus, ne? Der hat, glaube ich, keine Rüstung an, aber. Ich meine, ich könnte es mal zu probieren. Wo ist denn der jetzt hin? Shit. Da oben. Ach, der war kurz offen. Okay, also der schlägt deutlich schneller zu als ich. Die große Axt, die ist halt langsamer. Das ist ein bisschen das Problem. Wir hatten dann irgendwann mal das Katana gefunden. Ach seht, da sind wir wieder nicht tot. Die haben uns nochmal entführt. Ich glaube, ich weiß, wo das hier ist. Die haben uns wieder zum Essen eingeladen. Mensch, die sind aber auch sehr zuvorkommend. Oh, hier hängen einige Tücher rum. Ach, na sowas. Habe ich doch noch mein Überlebensmesser dabei. Wer hätte das gedacht? Zack und zack. So. Ja, lass dir ruhig Zeit. Lass dir Zeit. Mach hin. Was ist das hier? Ist das die Schaufel oder was? Ah ja, Speere habe ich ja auch noch. Stimmt. So, ich bediene mich mal bei euch, ne? Das ist lieb, dass ihr mir beim Einzug helft. Nein!
Scheiße. Okay, ich habe den anrennen sehen und auch gehört, aber nicht gedacht, dass er mich kriegt. Ich wollte gerade wegrennen. Okay, jetzt war es das tatsächlich. Ein Tag, 23 Stunden. Aber wir haben gerade gespeichert, bevor ich da reingegangen bin. Okay, also jetzt sind wir dann tatsächlich gestorben. Und wir machen aber trotzdem weiter. Es macht schon Bock. Wir machen weiter und wir gucken einfach, wie wir hier durchkommen. Durch die harten Gegner. Ich denke, am Anfang einfach in Ruhe lassen ist erstmal die beste Idee. Ich habe ja auch Granaten und so ein Zeug schon da. Ich habe auch die Pistole da. Das stimmt, wir hatten die Pistole schon gefunden. Oh, wir haben Haustier. Wieso versteckt sich's? Verstehe ich nicht. Ach, Kelvin am Entspannen. Ah, der Gegner ist jetzt weg, oder wie? Oder sind die versteckt? Kelvin, das Päuschen, das hast du dir auf jeden Fall verdient. Gönn dir das Päuschen. Mach mal kurz Mittag. Kurz nach dem Aufstehen. Ich baue mal hier ein bisschen weiter rum. Okay, also wir sind gestorben. Schade. Was soll's? Ach hier, die beiden Baumstämme hatte ich noch nicht wieder angelegt. Okay. Die sind jetzt weg. Ich glaube, alles, was nicht gelagert ist, das verschwindet dann, ne? Die lagen hier bloß so rum. Ja, die sind jetzt nicht mehr da. Und das Lager, wohin die uns entführt hatten, das ist, meine ich, das da oben. Ich wollte da hinten, den Fluss hatte ich gesehen. Und ich war mir ziemlich sicher, dass wir hier unten sind. Also den Weg hätte ich hier wieder zurückgefunden, aber ja. Irgendwann rotten wir das Lager einfach aus. So, Kelvin, ist der schon wieder am Arbeiten? Wo ist er denn hin? Du müsstest mir noch mal zur Hand gehen. Paar Steine brauchen wir schon noch, damit die Hütte fertig wird. Ich glaube, die Steine, auch wenn das noch unrealistischer ist als die Baumstämme, ich glaube, die Steine kann man auch an die Seilrutsche packen. Ah, da ist er schon wieder. Klasse. So, jetzt ist hier Ruhe. Sehr schön, Kelvin. Schönen Turm hast du gebaut. Okay, pass auf, wir können ja noch. Wo ist denn das hier drüben? Ist das nicht hier ein Trockengestell? Wo ist es denn hier? So, damit ihr direkt sehen, was Sache ist. Shit, ich habe wieder keine. Lass mal kurz die Körperteile mit. Ist da noch. Ist hier nicht noch ein Bein? Ach, das hängt noch dran, oder was? Nee. Das Teil, den Torso, könnte ich noch ins Feuer hauen. Kelvin, haben wir noch Stöcke da? Müsste da noch erstmal mehr Lager bauen, die Ärmel zusammensammelt. Ein Stock, wow.
echt auch nur einen Stock? Ich gehe kaputt. Ah, sehr gut. So. Also auch der einfache Gegner gerade, der hat echt gut was ausgehalten. Gut, der Speer ist jetzt nicht die effektivste Waffe, aber damit, der sticht zumindest schnell zu. Und damit kann ich die auch ein bisschen auf Abstand halten. Das ist schon ganz gut eigentlich. So, okay. Die Stöcke sollten reichen für das Gestell. 2, 3. Wir nehmen direkt wieder ein paar Steine mit. So. Dann können wir das hier fertig bauen. So, damit die wissen, dass sie sich mit uns nicht anlegen sollen. Ich jetzt die Körperteile von denen dahin, damit die wissen, aha, scheiße, der sammelt unsere Gliedmaßen, dann mal lieber Abstand halten. Ja, Arschis. Hehehe. So, Kelvin. Dann müsstest du da trotzdem mal weiter sammeln. Dann stelle ich jetzt erstmal die Säulen hier ringsrum auf. Kelvin, nein, 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 nein. Wo wollen wir denn hin? Noch ist nicht Feierabend. Ah shit, wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Na gut, ist ja Wochenende. Da gönnen wir uns mal 5 Minuten mehr. So. Dass wir unsere Hütte noch ein bisschen... 1, 2, 3, 4... noch ein bisschen besser bauen können. Und hier vorne den Eingang wollte ich ja nochmal machen. Was ist denn das da? So ein kleines Feuer wollte ich eigentlich auch schon errichten. Sind es 4, ja. So, 2 noch und dann können wir erstmal hier den Eingang machen. Da bräuchte ich dann nochmal einen Baum. Also wir brauchen auf jeden Fall deutlich mehr Überlebensanlagen. Damals waren diese einfachen Stöcke, die ich so anspitzen kann und schräg nach vorne stellen kann, die waren sehr effektiv gegen die Gegner. Also die haben echt ordentlich was abgehalten. Geht das mit den Steinen auch? Dass die sich einsortieren wie die Baumstämme? Ja, das funktioniert. Okay. Da hinten ist schon wieder einer. Sorry, Eichhörnchen, das gehört jetzt mir. So. Ich denke, das wird ganz schick, wenn wir hier einmal fertig sind. Nee, eigentlich möchte ich es erstmal aufbocken lassen, dass das gerade kommt. Macht er das nicht? Oh, shit, da seid ihr ja schon wieder. Die essen da. Ach lol. Ach komm schon, ernsthaft? Ich wusste, hier war irgendwo ein Lager in der Nähe. Aber dass die mir jetzt hier schon so auf den Sack gehen. Ey. Oh. Wo hatte ich denn die her? Ah, er ertrinkt. Bist du blöd? Glück gehabt. Einer hat sich von selbst erledigt. Shit, da hinten ist wieder einer der kräftigeren. Verdammt. Mann, ich wollte doch hier in Ruhe.
Okay, das war gut. Ich müsste auch wahrscheinlich eher sparsam umgehen mit den oder mit unserer Munition. So, wieso hat er mir jetzt hier nicht der. Ich möchte das hier eigentlich so aufbocken, wisst ihr, dass er das angleicht mit der Höhe. Aber vielleicht müsste ich selber manuell den Baumstamm halbieren. Ich weiß jetzt nicht, welche Höhe brauche ich denn. Ein Viertel oder eine Hälfte? Eine Hälfte eher. Warum macht denn der das nicht? Ach so. Ah, okay. Ja, ne, von mir aus, aber das hält ja nicht. Ich wollte halt. Okay, das ist blöd. Der sollte das hier vorne aufbocken. Warum er das jetzt nicht macht, weiß ich nicht. Oh, eine Brieftasche. Komm mal mit. Sind denn jetzt die anderen Stämme hier? Ist denn das nicht noch? Müsste doch noch einer gewesen sein. Ist der weggerollt? Ach nee, den habe ich gerade. Es waren noch vier, ne? Und den einen habe ich. Ach nee, da oben liegt er noch. Okay. Ja, shit, ich würde. Ach, verdammt. Es geht jetzt nicht. Ich weiß nicht, warum er die hier vorne nicht so untergeschoben hat und dann gerade gemacht hat. Weil so kriege ich das nicht hin, wie ich das gerne hätte. Da ist er wieder. Ja, okay. Ich weiß nicht warum, wenn ich. Ah, okay. Ja, okay. So ist natürlich auch gut. Da habe ich nicht dran gedacht. Jetzt macht er das automatisch. Warum auch immer. Okay. Na gut. So geht's hier auch. Das gern noch einen gerade. Ich brauche noch mal eine Handvoll Baumstämme. Vorsicht, Eichhörnchen. Na, lässt du das Tier in Ruhe? Wir sind noch keine. Okay, das ging schnell. Ja. Ich wollte hier wie so eine kleine Brücke haben, wisst ihr? Okay. Hat mich in Ruhe gelassen, immerhin. So. Habe ich noch einen Baumstamm? Nee. Echt vorsichtig sein. Wie ist denn das, wenn ich das Camp da oben ausradiere? Kommen die dann wieder? Wie war denn das? Ich meine, die Camps, die bleiben dann leer. Wir hatten damals auch irgendwie alles auseinandergenommen. Und dann hatten wir eigentlich unsere Ruhe. So. Dann haben wir doch da so einen schönen kleinen Catwalk. Ja, genau. Ein paar brauchen wir noch. Ja, mit der Seilrutsche, da wäre es jetzt hier kein Problem. Aber wie gesagt, das meiste will ich ja eh aus Stein dann erstmal machen. Bis aufs Dach, das geht dann auch nicht. Aber so nach und nach wachsen ja die Bäume dann auch nach. Das ist schon okay. Soll nicht ganz so viel Holz verbaut werden wie beim letzten Mal. Gut, da ging es auch dann, als wir dann gespielt haben, nur mit Holz.
Huch, Nanu. Nee, warte mal. Könnte ich die nicht. Ah ja, stimmt, mit Rechtsklick könnte ich die ändern. Ah, so war das. Ja, cool. Ist ein bisschen ungleich hier vorne, aber das stört mich jetzt mal nicht. Das ist jetzt so gegeben. Ah, hier war noch einer. Gut. Habe ich nicht gesehen. Ich wollte es. Na doch, geht schon mit der Treppe. Okay, Kelvin sammelt weiter Steine. Ja, wunderbar. Vorsicht, Kelvin. Den Steg wenigstens noch fertig heute. Muss mich erst dran gewöhnen, dass der immer gleich alle beiden Stämme verbaut. So viel Großzügigkeit bin ich gar nicht gewohnt vom Spiel. So, drei Hälften bräuchten wir eigentlich nur noch oder zwei? Ne, drei. Ach so. So, sehr schön. Und wir könnten die Hälften benutzen. Ach, eine Ente. Und dann hier so einen kleinen. Warte mal. Wie so ein kleines Geländer zu bauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Was denn? Boden? Boden Kelvin? Also die hier leben nicht mehr, ne? Ah! Da war er. Danke, Kelvin. Schweinehund. Hau ab. Du kannst dich da gern ernähren, okay? Ich überlege gerade, ob's. Ach, hau doch ab da. Lass mein Kelvin in Ruhe. Ist er ja nicht. Achtung, Ausdauer. Stimmt, warte mal, ich kann mir doch die Heildosen auch auf eine Taste legen. Jetzt überlegt, die nur halb groß zu machen. Dann sieht es nicht so wuchtig aus, gefällt mir glaube ich besser. Ach, hier kann ich jetzt auch so Planken drüber legen. Ha, okay. Gefällt mir eigentlich schon besser, wenn ich die. Der ganze Baumstämme drüber liegen habe als die halben. Ach ja, stimmt, das ging jetzt wieder nicht. Da müsste ich jetzt hier drei rauswackeln, dann das Ding bauen. Warte mal. Ja. So, und jetzt könnte ich die anderen drei wieder draufstöpseln. Genau. Sonst funktioniert es nicht. Müssten wir hier auch machen. Können wir machen mal den Steg noch fertig. Und dann belassen wir es mal dabei für heute. Aber dann sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben jetzt hier eine neue Location. Das ziehen wir jetzt hier einfach mal durch. Finde ich denn doch spannender, als wieder am selben Ort zu
zu sein wie beim letzten Mal. Wie viel sind es? 4? Könnte knapp werden. Ich glaube, da kann ich gleich noch einen fällen. Mache ich auch. Der sieht doch gut aus. Da kommen bestimmt 6 Baumstämme raus. Achtung, Kelvin. Kelvin, Achtung. Kelvin, Achtung. Ah, er hört mich ja nicht. Naja, aber er könnte es ja sehen. Blind ist er ja schließlich nicht. Kelvin, mein Gott, der hält aber auch gut was aus, ey. Wie viele Bäume der schon auf den Kopf bekommen hat. Ich könnte eigentlich so ein zweites Steinlager bauen, was er mir füllt. Wäre vielleicht ganz clever. Naja, wieso nicht? So, jetzt brauche ich wieder 4 Hälften. 4 Viertel. Wie waren das von den... gehen auch nur 2. Davon gehen nur 2, aber 4 Steine. Das ist kein Problem. Vor allem, er könnte ja theoretisch 2 ganze Baumstämme tragen. Aber bei 3 Viertel Baumstämme sagt er, ne, das kannst du alleine machen. Da bin ich nicht für zuständig. Ja, nee. Du schon wieder. Hast du von gerade hast du nichts gelernt, nee. Lass die Baumstämme in Ruhe, die gehören mir. Sag mal. Ey, ey. Hey, Kelvin. Viel Spaß damit, halte ich ran, solange wieder noch warm ist. So. Na wunderbar. Da haben wir das schon mal. Dann kann ich die Steine hier wieder drauf packen. 1, 2, 3. Zack. Und da könnten wir so ein... Kelvin, was genau hast du gerade gegessen? Kelvin, da fehlt ein Arm. Naja, er freut sich, dann hat es vermutlich auch geschmeckt. Naja. Kann ich jetzt hier unten nichts hinbauen, oder? Warum baut er mir jetzt nicht die erste Reihe zu? 1, 2, 3, 4... Ach so, ach, jetzt weiß ich, was er vorhat. Nee, das habe ich aber nicht vor. Ich glaube, ich muss die Baumstämme nochmal rauswackeln. Oder? Nee, da soll das auch nicht unter. Ja, genau. Das hatte ich vor. Ach so, Moment, dann sind die aber, glaube ich, auch falsch. Genau, da soll ja dann die Tür rein. Die würde ich jetzt gerne noch bauen. Ah, da ist wieder einer. Ja, spring wieder von allein ins Wasser. Ey. Ausdauer. Ich muss an die Ausdauer denken, die geht ziemlich schnell runter. Das hatte ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. So, dann kloppen wir uns da noch eine schicke Tür rein. Noch, ne? 2, 3 rein. Ja, eine noch. Steht er da rum? Ach so, hat er...
Jetzt bin ich mir nicht sicher. Was? Ist das jetzt die richtige Wand? Moment, ich muss das mal testen nebenan, ob das jetzt richtig steht. 1, 2, 3, 4. Ja, das haut schon hin, oder? Oh, Vorsicht, Schildkröte. Oh, das ist keine Absicht. Ah, Entdeckung. Oh, und noch einen abbekommen. Fehlt einer. Warte, ich befreie dich. So, wunderbar. Dann brauchen wir noch zwei Baumstämme, beziehungsweise einen und einen halben habe ich ja da noch. War das drei oder waren das vier? Ich glaube, das waren vier. Ich nehme mal zwei. Ja, wobei, ich lasse mal einen hier nicht reinfallen. Danke. Einer fehlt nur. Perfekt, dann kann ich den einen noch dafür benutzen. Sehr schön, geht auch zur richtigen Seite auf. Wunderbar, da freue ich mich. Dann haben wir das schon mal. So, damit mir der, ich habe jetzt hier kein Stammlager. Ich platziere den hier mal kurz so, damit die mir nicht, wenn ich speichere und wieder neu lade, verloren gehen. Ja, und dann könnten wir hier dann irgendwie so eine Mauer drumrum bauen. Müssen wir mal gucken, wo wir das dann anfangen können. Da bräuchten wir dann schon einiges an Holz. Eigentlich wollte ich das ja direkt hier vorne machen, aber jetzt habe ich mir das hier doch ein bisschen größer gemacht. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich überlege gerade, ob ich die beiden mal nehme und direkt das mal abstecke. Bis wohin? So weit? Na, würden die denn bis hierhin ins Wasser gehen? Doch eher nicht, oder? Ist das zu weit im Wasser? Weiß ich nicht. Vielleicht können die da sogar noch. Ach, schon wieder einer. Soll ich die auch mal pieksen? Ich muss aber da noch zwei Steine reinlegen, weil da nur zwei liegen. Das stört mich sonst, wenn ich das so lasse. So. Schick, oder? Was sagt er? Ich denke, das ist eine schöne. Ist ein schönes Gebiet, wo wir uns jetzt niedergelassen haben. Und da können wir weiter drauf aufbauen. Stein für Stein. So soll es sein. Und da bauen wir eine große Mauer drumherum und ein paar Verteidigungsanlagen bräuchten wir dann. Und solange kein Winter ist, ist das hier schon ganz cool, weil die dann nur von hier kommen können und nicht von allen Ecken. Wenn natürlich Winter kommt, dann, ja, dann muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber ich glaube, dann stecke ich einfach bloß so ein paar Stöcke hier irgendwo rein. Und bevor ich das beim nächsten Mal vergesse, pass mal auf, wir bauen mal noch einen Speerständer. Nee, Steine, Knochen, nee, Knochen, Stammlager für unser Stamm. Stocklager. Kelvin, die brauchen wir dann auch. Ein paar Stöcke, die können wir ja mal. Nö. Die kann er dann das nächste Mal auch mit besorgen. Aber wir haben ja erstmal ein Bett. Dann kann ich hier wenigstens immer mal speichern. Bin ich auf der Suche nach ein paar Ästen. Und Knochenrüstung. Knochenrüstung. Nee, Holz. Holzrüstung, genau. Eine Holzrüstung aus Holz. So eine Blattrüstung wollte ich mir bauen. Ich denke, das hilft uns ein bisschen natürlich gegen die. Also es ist besser als nichts, das sowieso. Aber es hilft schon ein bisschen dann gegen die. Gegen die einfachen Gegner sollte das so ein paar Schläge, denke ich, abhalten. Ach so.
Ihr merkt schon, ich kann gerade nicht wirklich aufhören. So, okay, gut. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.